Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Ich hab noch nie. I have never ever. I don't do this no more. Amerikanische Freunde da draußen. Yes. What's going on there? Yes, hello Hollywood. Heute haben wir einen Gast, der wurde von euch millionenfach gewünscht. Der gehört zu den erfolgreichsten Deutschrap-Acts des Landes. Heute bricht er auch wieder ganz viele Herzen. Meins hat er schon gebrochen, haben wir schon ein bisschen geredet. Macht einen riesengroßen Applaus für Jaule! Juhu! Yo, man! Alles klar? Du hast aber tolle Ringe an. Ich wollte gerade sagen, das blitzt und blinkt. Oh, also, stark. Was soll ich euch sagen, Jungs? Zahlt sich alles aus, ne? Man sich sowas anfertigen oder gibt es so einen Laden, wo man sich das einfach kauft? Oder sind solche... Die sind angefertigt tatsächlich. Krass. Das heißt, du gehst mit deinen Wünschen zum Juwelier und sagst, ich hätte gern so ein Brilli mit so ein bisschen im Cognac-Ton, hätte darauf so einen kleinen Ton drauf. Genau, manchmal kommen die auch mit ein paar Ideen zu mir und dann sage ich, ey, das gefällt mir. Da wird gebrainstormt in dir. Würde ich auch gerne mal haben. Du hast so diesen billigen Modeschmuck an. Ey, Jungs, das ist aber auch stylisch. Ich muss nicht unbedingt mit Diamanten. Genau. Aber so. Wir können ja mal tauschen, wenn dir das nicht so wichtig ist. Wir spielen dir jetzt den Partyklassiker Ich hab noch nie. Wir lesen quasi Sätze vor und wenn du das schon mal getan hast, dann musst du trinken, einen kleinen Schluck von unserem leckeren Drink. Und wenn du es nicht getan hast, was ist dann hier nicht. Drin? Kannst du gerne mal riechen, vielleicht kannst du es ja rausriechen. Du musst auch immer nur einen kleinen Schluck. Wichtig, ehrlich sein. Yo, to be honest, hello Hollywood. Okay. Aber wir haben noch einen Kommentar Aus der letzten Folge mit der Streamerin Nova. Und zwar hat da Christina geschrieben, Benny und Dennis sahen als Kinder schon ein bisschen aus wie Armin Laschet im Karibikurlaub. Und das können wir noch mal einblenden, das stimmt, Dennis. Ja, das sind sie als Kinder. Genau, unser verschmiertes Lächeln hatten wir damals auch schon. Ja. Das eins und drei. Puh, wollen wir loslegen? Ja. Runde Nummer eins. Ich hab noch nie die Polizei gerufen, weil der Nachbar zu laut war. Hab ich noch nie gemacht. Ich auch nicht. Mach mal nicht, man ruft die Bullen nicht an. Wir machen, wenn, dann selber Krach. Ich wollte gerade sagen, wie ist das denn? Kam bei dir schon mal die Polizei, weil du zu laut die Musik aufgedreht hast oder so? Ab und zu in der Jugend ist es auf jeden Fall schon mal vorgekommen. Mittlerweile haben wir Gott sei Dank Studios, wo alles abgedichtet ist und dann muss die Polizei nicht mehr kommen. Kontakt mit der Polizei mal gehabt, wegen Lautstärke? Nee, ich bin immer sehr leise und sehr still. Ich habe quasi 24/7 Kopfhörer auf. Guckst du gerne Fernsehen oder ist das nicht so für dich? Nur Streaming? Eigentlich nur noch Streaming. So Frauentausch mal gucken oder so oder solche Geschichten? Ich habe tatsächlich in letzter Zeit habe ich so immer wieder dieses Love Temptation oder Temptation Island. Ja, da bin ich Ansprechpartner Nummer 1. Das habe ich mir ein bisschen gegeben. Das war so Zeitvertreib. Ja. Würdest du bei so einem Love Island oder Temptation Island mitmachen? VIP-Staffel? Niemals. Wieso denn nicht? So als VIP mal mitmachen? Nichts. Willst du mitmachen? Nee, man möchte mich, glaube ich, auch nicht am Strand lang joggen sehen. Das ist die Zeiten sind vorbei. Was für ein Verhältnis hast du mit deinen Nachbarn? Hast du überhaupt welche oder hast du dir einen Stadtteil gekauft? Nee, Stadtteil noch nicht gekauft. Mittlerweile habe ich noch Nachbarn. Aber ich ziehe jetzt bald in eine Gegend, wo es ein bisschen ruhiger ist, damit ich auch ein bisschen mehr Ruhe habe. Das heißt nicht, dass ich was gegen meine Nachbarn habe, aber ja, es ist stressig. Bist du jemand, der sich mit denen gern unterhält, wenn man sich so auf der Straße trifft? Ich habe gar keinen Kontakt zu meinen Nachbarn, ich habe da auch gar keinen Bock drauf. Ich bin auch immer, wenn dann nur abends oder morgens, bin einmal schnell nach Hause, dann wieder raus. Also ich laufe eigentlich selten. Lass den Jungen in Ruhe. Biggie, einfach vorbeilaufen, nicht nerven. Krieg kein Foto. Runde Nummer 2. Ich habe noch nie, hoffentlich ist der Sex schnell vorbei, gedacht. Ja, kann man schon, damit getrunken. Ja. Oh. Okay, die habe ich jetzt persönlich noch nicht, bevor, wenn ich welchen habe. Wann hast du das gedacht und was war das für eine Situation? Ist halt einmal vorgekommen, aber... Weil das so schlecht war oder weil es nicht funktioniert? Nee, weil ich aber auch sehr betrunken war. Das kenne ich auch. Deswegen habe ich auch getrunken. Wenn es nicht funktioniert, dann macht es auch keinen Spaß für keine Seite. Nee, habe ich aber persönlich noch nie gehabt. Ich habe eben schon gesagt, bevor, wenn ich überhaupt welchen habe. Deswegen nehme ich alles gern mit. Ja, gerne Angebote. Vielleicht kommst du ja mal zu solchen Formaten. Are you the one oder sowas. Da muss man doch so gemeistert sein und durchtrainiert Nee, musst sein. Du nicht. Nee. Du bist unter meiner Fettschicht ja ein Sixpack habe. Ja, gut. Wissen die wenigsten. Ja. Geschlechtsverkehr ist grundsätzlich eine schöne Sache, oder? Deine Tour, Chaos, startet am 15. Oktober und da freuen wir uns natürlich alle sehr drauf. Ist unser Geburtstagsmonat, am 19. Oktober haben wir Geburtstag. Nice. Geschenke sind erwünscht, wenn ich mal in deine rechte Hand gucke. Ihr könnt gerne zu der Show kommen, ihr seid herzlich eingeladen. Ja! Dann feiern wir vor, unseren 23. Auf was kann man sich freuen auf der Tour, auf der Bühne? Hast du irgendwas Besonderes geplant? Wir sind gerade noch dabei, da kann ich jetzt noch nicht viel zu sagen. Es wird auf jeden Fall eine Liveband mitkommen und es werden ein, zwei Special Guests dabei sein. So, die Tour wird auf jeden Fall spannend. Wir sind halt selber gerade noch am Plan, wie alles wird. Aber dadurch, dass ich noch mit keinem Album von mir auf Tour gegangen bin, wird es auf jeden Fall so sein, dass
jedes Album ein Teil immer in dem in der Tour mit dabei ist. Okay. Deswegen auch die Chaos-Tour, weil es wird von jedem Album ein Teil auf der Show zu sehen sein und alles wird sich dann halt auch mit dem Bühnenbild so. Wie kannst du dir die ganzen Texte von den ganzen Tracks merken? Das frage ich mich immer wieder. Ich habe letztens eine Tournee gesehen von Roland Kaiser und er hat vor sich so ein Bildschirm, wo sein Text nochmal Santa Maria nochmal abläuft. Ja. Wie ist das denn bei dir? Merkst du dir das? Oder wenn du den Text vergisst, hältst du das Mikrofon einfach in die Meute und dann nicht weiterlegen? Also ich denke mal, wenn ich den Text vergesse, was selten bis jetzt vorgekommen ist, lasse ich dann die Leute auch mitsingen. Ja. So halt einfach kurz mein Mikrofon weg, komme aber direkt wieder rein, weil im Endeffekt, wir schreiben die Songs und nehmen die Songs auf und man fühlt es. Es ist sein Song und man weiß halt, was man sagen will. Und wenn man auch auf der Bühne ist, dann will man halt auch mit den Leuten, man sagt, erzählt ja genau die Sachen einfach. Ich sehe auf TikTok immer ganz viele Ausschnitte von daher, wenn du in so einem Club mal bist und was auftrittst. Die Fans kommen ja richtig nah an dich dran auch, ne? Also du bist ja schon in der Menge ein bisschen aktiv, ne? Ja, in manchen Clubs ist es so, dass die Fans ein bisschen näher dran sind. Magst du das oder, oder nervt dich das? Weil ich könnte mir persönlich vorstellen, dass mich das nerven würde, wenn ich da angehe. Ich meine, wir machen es ja dafür, ne? Ja, ja. Also wir machen die Musik dafür, dass wir viele Leute damit ansprechen und dass sie auch genauso abgehen. Klar, manchmal wird es zu viel oder wenn die zu nah an einem kommen, ist es auch ein bisschen anstrengend, weil man will ja auch performen im Endeffekt und eine coole Show abliefern. Voll. Aber sonst liebe ich's. So, Runde Nummer 3. Ich habe noch nie beim Baden in die Wanne gepinkelt. Ach, doch, klar. Aber als Kind bestimmt. Besonders eklig. Apropos in die Wanne gepinkelt. Guten Durst. Aber pinkelst du aktuell? Er hat ja gerade gesagt, als Kind. Ich war seit ungefähr 10 Jahren nicht mehr baden. Ich war auch, deswegen habe ich erstmal überlegt, ob ich trinken soll. Aber als Kind auf jeden Fall. Ich musste baden in dieser Woche, weil ich hatte starke Rückenschmerzen. Wirklich, ich beim anderen Dreh konnte ich mich nur so zu den Gästen drehen. Das heißt, ich habe mich für dich heute fit spritzen lassen für dich. Deswegen geht's. Aber das heiße Bad hat mir geholfen auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Aber ich finde das irgendwie, in deinem eigenen Dreck zu liegen, finde ich auch irgendwie genau eklig, das wollte ich nämlich gerade sagen. So, das ist immer so meine Theorie. Man liegt irgendwie im eigenen Dreck. Man will ja, okay, am Ende sagen die Leute halt, man duscht sich ab so. Mach also ich auch nach dem Baden, ja, aber man will ja irgendwie auch so. Ja, voll. Ja, ich will doch nicht baden, um mich danach abzuduschen. Dann gehe ich vorher lieber in einen Whirlpool oder so. Und so, dann ja, das ist der richtige Lifestyle. Hast du auch einen Whirlpool bei dir zu Hause? Nein. Aber in einem neuen Zuhause vielleicht? Ist das geplant? Hoffentlich. Weil das finde ich geil. So ein Whirlpool sich irgendwie so mal zu gönnen. Dann verzichte ich auf eine Küche, aber ich habe einen Whirlpool, wenn wir mitten im Raum stehen. Runde 4. Ich habe noch nie das Handy meines Partners durchsucht. Nein. Habe ich noch nicht gemacht. Mach ich nicht. Habe ich auch nicht gemacht. Ich habe noch nie meiner Freundin. Also meins wurde durchsucht, aber. Wie? Erzähl! Wie hast du es Was soll ich jetzt erzählen? Hast du dir erzählt? Wie warst es war? Du dabei? Hast du dann gesneakt wie bei den Trovatos? Hast du dann nee, ich war im Schlafen tatsächlich und wurde dann geweckt. Ach so, weil was gefunden? Was wurde denn gefunden? Nix Cooles. Sagen wir es mal so. Und wie hast du reagiert? Aber wir waren alle mal jung und. Ja, klar. Du bist doch noch jung. Wie alt bist du? Ich bin 26. Sie leben noch vor dir. Aber wie hast du denn reagiert? Weil ich persönlich, auch sage ich mal, ich hätte Mist gebaut. Das wird dann quasi. Dann heraus, das findet sie dann heraus. Aber trotzdem wäre ich ja dann sauer auf sie, weil sie mein Handy durchsucht. Man selber schuldet sie dann natürlich, ne? Selber schuldet sie meine... Ja! Oder wie reagiert Jungs, man da am besten? Einstellung. Ja, aber was soll ich sagen? Ist passiert. Ja, hast du da weitergepennt einfach? Gehen wir morgen. Tatsächlich ist es genauso gewesen. Ja? Ich war so, ey, ich bin am Schlafen, ich kann gerade nicht richtig antworten. Ja. Wir reden, wenn ich wach bin. Genau. Bist du ein kleiner Herzensbrecher? Hast du viele Freundinnen schon gehabt in deinem Leben? Ich hatte in meiner Jugend ganz wenig Freundinnen. Ich hatte ein paar Gespielinnen, aber keine feste Beziehung. Ja. Wie war's bei dir? Hatte schon ein paar Freundinnen. Ein paar Herzen habe ich leider auch gebrochen. Aber ja. Jeder war mal jung, oder? Oder du entschuldigst dich jetzt mal, deine Kamera sagt sorry für die gebrochenen Herzen. Es tut mir leid, Ladies, für alle Herzen, die ich euch gebrochen habe. Hey. Aber ich werde alles wieder gut machen. Hey. Kommt zur. Denn die Tour-Tickets sind kostenlos. Das ist die große Sorry-Tour. Jeder, der mit ihm geschlafen hat, die kostenlose Tickets. Genau. Ich habe noch nie Nacht-Nackt-Fotos von Stars im Internet gesucht. Doch. Vorhin erst das letzte Mal. Und hast du Vera Edwin gefunden? Wen habe ich letztens noch mal gefunden? Wer war das denn noch mal? Ich glaube, das war Fake. Barbara Schöneberger. Boah, bei mir war es in der Jugend Jessica Alba. Jessica Alba, jo, stimmt.
Mittlerweile wird mein Name in Verbindung mit Nacktfoto natürlich gegoogelt, liebe Freunde. Kleine Schlitzohren da draußen. Es gibt noch keine. Aber wie ist das denn für dich? Für ganz viele Mädels und Frauen da draußen als Sexsymbol zu gelten, ist das gut? Oder ist das für dich eher so eine... Das pusht das Ego voll, oder? Du giltst als hot, du bist hotty. Ist so. Spicy. Wie sagt man so schön, Sex sells. Also im Endeffekt ist das irgendwo eine coole Position, aber halt auch manchmal will man auch anders gesehen werden. Und, ja. Aber es... Das hat mir noch nicht, ne? Aber es macht Spaß. Nein, ist nur so. So, dein Soloalbum Chaos kam am 7. April raus. Dafür nochmal Riesenapplaus. Yeah! Erzähl mal ganz kurz, wie lange hast du für das Album gebraucht? Ein gutes Jahr habe ich gebraucht, dadurch, dass ich auch ein paar andere Projekte dazwischen gemacht habe. Ich hatte noch mit Forti das KWA-Album gemacht, was im November rauskam. Und dazwischen habe ich tatsächlich auch noch andere Projekte von mir gemacht, die jetzt nach dem Chaos-Album kommen. Willst du schon mal ein bisschen spoilern, was da jetzt noch, welche Projekte da auf uns warten? Nein, noch nicht wirklich. Aber ich kann sagen, dass es im Sommer direkt losgeht. Wow! Ich habe den Kalender schon gesehen, er ist super. Tolle Motive. Tolle Motive. Irgendwie auch edel. Fensterputzer. Das ist ganz Feines. Dennis und ich sind ja auch Künstler. Wir sind Musikkünstler, wir machen Promille-Pop. Nennen es Dicht und Doof. Und haben Dicht damit, und Doof ist ja, geil. Haben, wir haben heute rausgefunden, es gibt einen Song von einer Ballermann-Künstlerin, der heißt Dicht und Doof. Und da werden wir rechtliche Schritte einleiten. Wir haben den Namen geschützt. Dicht und Doof ist geil. Ich feier Promille-Pop. Ich habe noch nie mutwillig etwas zerstört. Doch. Absichtlich was zerstört. Doch. Deine vordere Kauleiste. Sorry nochmal. Boah, Alter. Das ist ja ekelhaft. Was hast du zerstört? Backstage. Was denn zum Beispiel? Hotelzimmer. Das habe ich mich immer gefragt. Wie geht das vonstatten, wenn man Hotelzimmer zerstört? Nimmt man sich einfach was und wirft es auf den Boden? Oder fällt einmal irgendwie aus, was man hin? Denkt, glaube ich, gar nicht nach, wenn man wütend ist. Man okay. nimmt einfach alles und macht kaputt. Es waren halt auch so die Anfangszeiten, wo ein bisschen alles neu war und ich glaube auch zu viel wurde. Und dann gab es Situationen, wo ich irgendwie voll emotional gehandelt habe und dann im Backstage oder im Hotelzimmer mal ausgeflippt bin und dann ein paar Sachen leider kaputt gemacht habe. Aber die Emotion hat man jetzt unter Kontrolle. Aber ist das rausgekommen, dass du das warst? Oder hast du ja klar, ich musste am Ende doch die Schäden bezahlen. Okay. Würdest du in den Boxring steigen? wenn ich trainiert wäre. Und gegen wen? Wen willst du mal aufs Maul hauen? Oh, das kann ich gerade gar nicht sagen. Wenn, dann gegen einen Profi. Es gibt ja ganz viele Boxkämpfe mittlerweile, auch in diesem Rap-Game. Ne? Jeden Tag boxt jemand anders. Ich enthalte mich da. Aber das hat auf jeden Fall nichts mit Sport zu tun. Finde ich auch. Ich habe noch nie eine Person heimlich fotografiert. Da musst du ganz viel trinken. Ich habe sowas noch nie gemacht. Klasse das. Du auch noch nie heimlich Warum mal irgendwie. Machst du denn sowas? Ich mache das immer, wenn ich eine Person, wenn ich unterwegs bin und ich sehe im Restaurant so eine Person, die aussieht, wie eine andere, wie eine prominente Person, dann will ich das immer fotografieren und dann in unsere Gruppe hier schicken, um das dann zu beweisen. Wenn ich will das aber nie. Ich sage ja auch nicht, ich selber weiß, wie das Gefühl ist, wenn man heimlich fotografiert wird. Aber es sind ja Privatpersonen, sind ja keine Prominenten. Und was ist noch schlimmer, wenn eine Privatperson heimlich fotografiert wird? Aber nur weil sie jemanden ähnlich sieht. Du musst mir Sorgen machen muss. Also ja. Nee. Wie ist das für dich, was ist das für ein Gefühl, wenn du heimlich fotografiert wirst? Nervt dich das oder gehst du auch mal dazwischen? Ist schon nervig, ja. Die Leute um mich herum gehen halt dazwischen, dass es halt nicht geht. Wenn die Leute gerne Fotos machen möchten, sollen die mich einfach ansprechen Find ich und auch. Fragen, weil ich würde niemals Nein sagen. Ich würde mir auch nicht wünschen, dass wenn ich... Finde ich aber auch. Das war Ich hab noch nie mit Jamule! Ja! Stellt eure Fragen in die Kommentare. Ich bin mir sicher, ich habe ganz, ganz viele. Ja, und voll. Daumen nach oben nicht vergessen. Oben erscheint ein Video. Sag mir, welchen deutschen Dialekt ich spreche von den Datteltätern. Und unten gibt's die letzte Folge. Ich, Hahn, noch nie. Ciao.